Niemand bis jetzt geschlagen, aber so gut ist ja nicht die Zeit. Seit die 38,4. Oh, dann gucke ich mir das aber auch gleich mal an. Ich hatte eben so mit einem ganz normalen Run mit einem Respawn 38,7, aber jetzt fahre ich aus irgendeinem Grund langsamer, keine Ahnung. Die Map hat einen Respawn. Ja. Ah, Ab Dirt. ins GPS. Oh, das wäre aber voll was für mich. Also wenn ich die Linien raus habe. Ey, was ist das denn am Start? Ist man da immer so langsam? Oder ich nutze gerade das andere Pad, das hat wahrscheinlich nicht Gas gegeben. So, was GPS. Wie war das nochmal mit No Outside, Dexter? Nicht normal outside. Ja. Ich hab die erste Kurve von ihm gesehen, fand ich lustig. Ach, die. Ja, so würde ich es auch fahren, aber irgendwie habe ich da so viel Zeit verloren. Irgendwie sieht das nicht anders aus als bei mir, ja. Ist da ein gutes GPS? Das hilft. Okay. Ich würde sagen, es hilft auf jeden Fall. Okay. Wie ist denn das? Train schwimmen. Der letzte Turn. Ist kacke zu sehen. Weiß, was mein Problem ist, ich krieg hier 5 nicht. Kann der Gear 5 bekommen? Ja, das war ich gerade Sprung. Vielleicht zu langsam. Wie hab ich das überlebt? Ach da. Ja, es ist gefallen, ja. War mir gerade nicht sicher, ob ich das überhaupt finishen möchte. Aber gut, ist 16. Doch ein bisschen besser gewesen, als ich dachte. Boah, ist das Vollgas? Wie ich den Schafft ihr es Sprung verpasse. da, Gear 4 zu halten am Start? Ne, aber es ist besser, es zu kriegen, kurz. Ja. Oh, gar nicht mal weit weg von Device mit dem Run. Allerdings war ich auch sehr zufrieden mit dem Run. Ja, Volltour. Das ist der Plan, nur bin ich echt sehr spät jetzt erst gekommen.
geben, noch einmal zu verpassen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich mich da verbessern soll. Also den Sprung da, das geht gar nicht für mich. Okay, ich muss die Kurve weiter außen fahren, nicht inside. Ich kann den letzten Turn absolut nicht. Ich bin immer auf dem Gras. Wow. Nice. Ist das Penalty Gras? Muss ich nicht mitkümmern. Warum ist der GPS denn so schnell? Das sieht halt null schneller aus für mich. Keine Ahnung. Guck dir an, wo er Gear 5 am Ende bekommt. Ja, er kriegt da auch einen Gear 5. Ohne Probleme. Bin ich safe? Kommt irgendwie. Okay, Designerlinie da ist so viel schneller. Holy fuck. Vor dem Ende. Ich hab so große Probleme. Ich bin nicht safe und ich werde es auch nicht schaffen. Da so mega tief zu gehen am Ende ist, in der vorletzten Kurve ist echt. Bringt viel. Aber nicht zu tief, dann jumps du im Exit. Naja. Das habe ich gefühlt 5-mal gemacht. Penalty. Da ist nur noch zu viel Zeit, um mit 1 zu bleiben, oder? Okay. Ja, das ist wohl gut, dass ich sehe. Fuck, das wäre es gewesen. Okay, das verstehe ich noch nicht ganz. Wo habe ich denn so viel verloren? Okay, Mini-PV, das wird zwar hoffentlich reichen. Ja. Okay. 600 zu verbessern und fast 20 Positionen, ey. So ein Witz. Warum bin ich da nicht rumgekommen? Ach, schwierig mit den Linien. Ach, das ist ja auch 20 Positionen zu dir. Mit 600 zu. Was? Genau wie gestern. Fünfundsechzig. Wirklich. Oh. Unfair. Okay, let's see. Start ist gleich quasi. Okay. Wie kann das sein, dass da zwei Leute noch im letzten Moment finishen? Okay, der Start ist nicht gleich. Mann, was macht denn der da schon? Die Outside. Ich bin vor dem Weltrekord am Start. Der Chris ist not even getting fifth gear. Was war das denn für eine Sprache jetzt? Gewundert. Okay, weird, aber okay. Geht auch voll überrascht. Das war... Also ich wäre daraus nicht schlau, wenn ich mir sage. Ich glaube, das ist auch kein Penalty-Gross. Das habe ich ja vor uns gefragt extra. Das,
Aber wahrscheinlich hat es niemand wirklich getestet. Ich teste die so. Hier habe ich zu viel Airtime gehabt und das kostet nicht viel. Ja, ich muss es auf den Server zurück. Ja, die haben den Marius gemacht. Das ist unfair. Und ich hatte ja auch nur 7 Minuten für das Leading. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte. Ich habe es noch nicht mal geschafft, mal gegen den Geist zu fahren. Ich habe den nie angemacht. Und auf so einer Map ist das echt nötig. Aber es war irgendwann auch... Irgendwann hätte der mich nur gestört, wenn ich eine PB fahren will, dachte ich. Da hatte ich nicht die Zeit mehr dafür. Auch mal respawnen und Linien üben. Keine Zeit dafür. Aber es fehlte mir eine ganze Hundertstel tatsächlich. Also der ist 9000stel vor mir. Nicht so ganz, ne? Div 3. Also ich fahre gerade konstant 38.9 und es geht nicht schneller. Es geht nicht schneller. Ich weiß nicht warum. Ich fahre die Linien, die das GPS gefahren ist. Wo verliere ich denn eine halbe Sekunde? Ich muss irgendwas ganz falsch fahren, aber ich weiß nicht, was. Hast du deine PB mit BR verglichen, oder? Nö. Hm. Wieder Punkt 9, ich... Hä? Literally jede Runde. Ich bekomme Gear 4 am Start. Ich bekomme Gear 5 am Ende. Ich fahre die Linie, die das GPS gefahren ist. Ich verstehe absolut gar nichts. Anscheinend nicht ganz. Mhm. Ja, also ich denke zumindest, ich fahre viel. Es ist aber bei solchen Kurven auch so schwer überhaupt festzustellen, was hier die optimale Linie sein soll. Also so, weil bei einer normalen Tech-Strecke weiß man genau, das ist die perfekte Linie, aber hier keine Ahnung, wie man da logisch vorgehen würde auch. In dieser langen gerade Links, die so richtig offen ist, diese lange Links, ja. Boah, fährst da weiter innen, fährst weiter außen, keine Ahnung. Der GPS fährt da super weit outside. Ja, und ja, als WR ich... Der WR tut das nicht. Ne, ich bin wesentlich weiter in als der WR. Und das war für mich das Schnellste. Als ich weiter außen war, war es halt sofort langsamer. Keine Ahnung. Vielleicht hätte ich Inside bleiben sollen dann. Vielleicht war das mein Fehler, dass ich auf Outside gewechselt bin. Ja, oder auch die Linkskurve danach. Die meinte ich eigentlich, wo ich dann so Inside war, bevor man die Wallride hat. Ja, viele Sachen funktionieren schon. Ja. Punkt 7. Ich bin Inside gefahren. Ja, hä? Ja. Wer fährt hier? Der Null Elimination und ersten Platz in Div 2? Laudes. Ja, natürlich. Ja. Aber es ist auch Dirt. Ja, ja, das wissen wir nicht. Was passiert, aber was für eine Zeit? 0,5. Was hatte ich überhaupt im Seeding? Ich habe keine Ahnung. 0,75. Ja. Ich hatte auch eine 7,5, bevor ich mich verbessert hatte. Aber ich hatte eine bessere Tausendste. Also hätte ich mich nicht verbessert, wäre ich 64. gewesen. Du oh, Lars! Marius, was war das für eine Zeit nochmal? 75 hat Lars gesagt. 75, okay. Ja. 7,57 hattest du, glaube ich. Ich hatte 7,5. Aber mir fehlte tatsächlich eine ganze Hundertstel. Also 9000stel auf den nächsten, wenn ich ihn schlagen will, eine Hundertstel. Für eine bessere Position. Okay, ich kann den Start nicht ohne Sound. Ja, warte, warum hattest du jetzt nicht Sound und ich Sound?
Das war der Mist. Komisch. Immer schon. Ja, ich bin komplett tot, erste Runde raus, Klassiker. Oh ja. Okay, anscheinend haben da noch mehr geintet den Jump wie ich. What the fuck? Hä? Was ist das? Halt da, wo du 50 gehst. Wenn du ein bisschen zu Inside oder zu Outside bist, kannst du da über easy sterben. Aber gute okay, Zeit wie jetzt. Viele Sekunden sind das jetzt, die surviven bei euch? 6. Ah, okay. Laut ist es auf Orange. Ist es komm, ja. Laut ist es auf Orange in der ersten Runde gefinisht. Last first record, ja. Yeah. Ja, aber warum war das denn jetzt so schnell? Ich war nur Zehnter vom Ende. Also, mal ernsthaft. Ich verstehe die Map irgendwie auch nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich finde die Map voll geil, aber ich verstehe absolut gar nichts. Hier nicht bekommen. Oh, und Penalty bekommen. Ja. Ich bin auch komplett lost hier. Ah, hast du überlebt, ne? Natürlich. Zählt. Ich werd doch nicht. Ja, niemals. Ich fahre 0,0, was ja jetzt nicht so weit weg ist von meiner Seeding-Zeit, würde man meinen, aber ich werde nur 17 da. Das ist schon weit auf der Map, würde ich sagen. Ist das 90 Stunde 3? Ja, wäre es. Es wird gerade eine Punkt 5. Das erste, was bei ihm kommt, ist Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich glaube, er weiß auch nicht, wie die Zeit zustande kam. Hallo, kann ich bitte. Also ich bin immer noch mega confused. Keine Ahnung. Auf Lamps, das ist so schön zu hören. War so bestimmte Competition deswegen? Also ich weiß nicht, in welcher Kurve ich anscheinend vermute, meine Zeit verloren zu haben, aber die Linie, die ich jetzt fahre, die jetzt vermutlich denn schneller ist, verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht warum. Das macht für mich keinen Sinn. Aber man merkt halt, dass keiner hier konstant die Linie checkt. Ich bin der 10. mit einer Punkt 8. Keine Ahnung, ey. Also ich hab jetzt auch irgendwie das Gear nicht bekommen am Ende, ich weiß nicht wieso. Ich hatte... Ja, das war wirklich richtige Probleme. Punkt 1? Ich war ja lange Zeit... Was, hat jemand eine Punkt 1 in Div 2 gefahren? Ne, eine Komma 3. Gerade eben. Ich weiß nicht, ob davor was anderes war. Ich hatte ja lange Zeit, war ich gleich auch mit Höhe. Nee, schlechte Punkt 1. Ach so. Die gute wär's jetzt... Da wäre ich, glaube ich, noch ein bisschen anders ausgerastet. Ich war ja lange Zeit gleich auf mit Hüll im Vergleich, aber ich kann auch gar nicht so richtig sagen, wo er es dann so hart rausgeholt hat in dem Replay-Vergleich. Selbst der Replay-Vergleich macht mich nicht wirklich schlau. Speed. Oh. Fast gut genug. Übrigens auch eine Camp 2 mit. Ja, den ganzen Scheiß am Ende. Man sieht halt fast nichts in Camp 3. Man sieht nichts in Camp 1. Ja, das kann, auch. Aber Camp 1 ist schon so schlecht, dass ich es gar nicht in Erwägung sehe. Ich kann nicht meine SDs sehen. Also ich ändere meine Kamera gar nicht am Ende. Ich lasse es einfach geschehen. Ich war da Camp 1 letzte Woche. Ich lasse es auch einfach geschehen. Das ist eine gute Ausdrucksweise, wir lassen es geschehen. Marius, hast du aber schon was von den Identities jetzt mitbekommen überhaupt? Nothing. Nix. Nee. Oh Gott. Spoilers. Ich bin einfach gesprungen da am Ende. What the fuck? Das ist doch kein Sprung! Ja! Das ist auch nicht. Die Wände sind zu hoch. Ja, scheiße. Ah, sicherlich irgendjemand fällt hier. Nee, schau, die habe ich nicht. Also was Neues gehört oder so. Wieso?
Ja, die Map, ich hab die schon wieder einen Penalty bekommen. Alter, willst du mich fucking verarschen? Ach so, oh, ich lande hier so smooth, krieg einfach Penalty. Ja, hat er noch keine Zeit. Punkt 3, natürlich, verstehe ich. Ja, easy. Was? Ja, ne? Oh, gut, Lars, gut. Oh, Lars, you know. Ja, ja, sicherlich. Deiner heute. Und gibt es besondere Identities, von denen ich unbedingt wissen sollte? Ja, es gibt viele besondere Identities. Es gibt eigentlich nur besondere Identities. Ja, welche? Ja. Haben es denn welche von uns geschafft? Meine hat es geschafft. Romas hat es nicht geschafft und die Identity, die gewonnen hat, hat es auch nicht geschafft, ne? Doch. Welche hat denn gewonnen dann? Agility Dash. Ja. Welche ist das? Die Plastic. Schnell. Achso. Ach, ich dachte, die hätte jeweils zweite gewonnen. Ich dachte, die Two-Wheel hätte gewonnen. Achso, nee. Die Two-Wheel ist Dritter geworden. Nee. Nee, jetzt Zweiter. Ich bin dumm. Bei zweiten Klassen kenne ich mich nicht so gut aus. So. Ist das jetzt schnell? Das müsste eigentlich schnell sein. Ja, 6,6, keine Ahnung. Punkt 6 ist schnell. Ja, sagen wie Punkt 6. 1. Du bist halt Top 10 mit einer Punkt 6. Das erklärt alles über diese Map. Yeah. Und guck mal, wie viele immer sterben. Like, halt da am Ende von 5. Gear der Linksturn und dann die Rechtsseite. Da bist du so schnell tot, wenn du nicht aufpasst. Also, ich war schon jetzt 3-mal in Red vor der Kurve. Was ist denn Red? Ach, Rot. Mit Rot warst du ja. Meine Güte. Marius, wann wirst du endlich Vater? Dann hast du wenigstens einen Sohn, den du diese Witze hast. Ah, Nachtlicht ist gerade ausgeschieden. Acker Nightlight. Das war eine Punkt 4? Okay, das war jetzt schlecht, würde ich behaupten. Ich bin auch nur 28, also was macht ihr schon? Ja, mit Respawn, ich bin raus. Oh. Okay. Lol. Haben wir jetzt gar nicht was anderes erwartet. Warum war das ein Punkt 4? Ich verstehe es nicht. Wir haben den tschechischen Block hier. Und das Spam ist auch nur Div 2. Ist Scrappy Div 1? Nein, hier ist ein Spam in Div 1. Oder warte mal, welcher Spam ist das B-Spam. Hier? Alter, was? Ja, also bei mir ist, denke ich, der normale Spam, glaube ich. Spammy Junior ist in Div 1, sehe ich, ja. Oh, Alcon. Scrappy ist dort. Ja. Was ist das nochmal, Spammy Junior? Der hat auch ganz gute Zeiten irgendwo. Also ich weiß jetzt, wer Dexter 773 ist. Der Stream sogar. Kann man nie von gehört. BMX fährt der Punkt 3. Ja, macht Sinn alles. Okay, hab den schlechtesten Start jemals gefahren. Also ich will auch gar nicht mehr PB hin, weil ich muss mir diesen Run ansehen, weil ich verstehe einfach nicht, wie viel ich da am Ende gewonnen habe. Also muss echt perfekt gewesen sein. Ich glaube, ich habe auch alles am Ende geholt. Ich hoffe, ich überlebe. Du kannst halt so viel gewinnen, wenn du das hier riskierst und gut landest und alles. Ah, natürlich. In der ersten engen Runde schalte ich aus, weil ich einen Slowdown krieg. kein Kommentar dazu. Das ist halt ein Klassiker. Ah, down ist in Div 2. Hat er nicht genug Zeit? Nee, 33 ist er ja auch. Ach, schön. Bald ist der erste Platz weg, Dexter. Also, wenn das so weitergeht. Ich würde ja 50 Euro drauf wetten, jetzt zumindest 4 Leute sterben. Das wäre jetzt. Das wäre ja keine gute Quote, wenn das 100%ig passiert. Marius und. Marius. Nasa und Granat machen das doch um 8, oder? Also das wird doch absolutes Shitfest, oder? Was machen die um 8? Sich die Identity sein, also die Maps. Um 8 machen die das, okay. Wann haben die das denn gesagt? Wann die das machen?
Ja, zum Glück habe ich nicht gewettet. Ne. Und welche deiner beiden Identities war so ein Shorty, die erste dirt. Runde ausschied? Ja. Ja, ja. Wobei die andere, kann man so halb sagen, ist drin. Der eine Start ist quasi das. Ich glaube, das ist. Wie war deine andere Nummer? Ach ja, nee. Ja. Merkwürdig, aber ich glaube, ja, das ist, Reaktor, das ist nicht. Das ist doch nicht. Nee, kann man nicht. Nee, aber die Ähnlichkeit ist trotzdem da, weißt du? Hat einen Reaktorboost und man droppt zur Seite, ja. Ja, als ich das dritte Mal gesehen habe, dachte ich mir, Moment mal, das sieht ja ähnlich aus. Gefühlt sehen die Maps noch härter aus wie letztes Mal. Das kann man nur täuschen. Ja. Ich meine, also jetzt gibt es ja zwei Spieler, die dann überleben können, ne, fürs Team. Ja, das wird absolut toll. Ja gut, wenigstens kannst du bei manchen halt so Safe-Wege oder so halt halb safe nehmen. So, du kannst ja die 360s einfach ja, nicht wie machen. Wie bei der Anti-Boost-Map einfach geradeaus drüber. Ja, ne? Das ist gut. Aber ja, meine Identities sind dann nicht drin und Lars seine auch nicht. Natürlich nicht. Lars definitiv nicht. Bei deiner auch nicht. Eigentlich auch nicht, ne. Ah. Ja, die haben halt manche Identities in die Map sogar mit eingebaut, in die Mitte irgendwie so, die sie nicht genommen haben für Cynisch. Schon geil, ne? Reicht ja nicht. Auch diese Two-Wheeler dann? Irgendwo in der Mitte haben wir ja gesagt, könnte man die easy einbauen. Niemals. Die ist gar nicht. Und diesen einen RPG-Sprung quasi aus der Halfpipe raus nach oben, wo du dann da quasi auch einen Flip in der Luft machst und einfach landest und dann weiterfährst. Ja, stimmt. Das haben die genommen, diesen RPG-Sprung. Ist das dann genommen? Hatten die dafür genug Zeit, um das zu bauen? So? Oder ist das einfach nur ein Coincidence, dass das auch in der Map drin ist? Weil... Nee, das haben die von dem Ding genommen, vermute ich. Ja, also vielleicht auch nicht, aber... Die hatten doch genug Zeit, bis wann mussten die Maps eingesetzt werden, das war auch deutlich vor der... Die Identities haben die doch schon eingebaut, lange bevor das Voting überhaupt war. Ja, genau. Die haben höchstens einer Map oder so gewartet für den Gewinner, weil das können sie ja nicht bringen eigentlich. Ach, könnte schon eigentlich. Aber dann könnte man sich fragen, wieso machst du überhaupt die Scheiße? Wenn nicht mal der Gewinner genommen wird am Ende. Naja, weil es halt coole Werbung ist und es ja trotzdem irgendwie. Es gab ja auch trotzdem was zu gewinnen für den Gewinner halt. Ja, aber trotzdem, wenn die Gewinner-Identity nicht mal in irgendeinem Map da kommen. Also. Ich war ja überrascht, dass bei dem anderen Identity Costes konntest die Gewinner reinkommen. Identity Showcase. Das ist ja trotzdem Identity ein Contest gewesen. Also ich weiß es auch, worauf du hinaus willst, aber ich würde es auch so machen. Ich würde es nicht deswegen anders nennen. Also ich bin doch nicht dumm. Ich nehme doch nicht einen schlechteren Namen, oder wenn es also mehr Sinn macht. Keinen Sinn. Ja, klar macht das Sinn. Aber ich war überrascht bei dem Virtual Identity Contest, dass da die Gewinner Identity tatsächlich reinkam. Das war 0,9, ich bin fast raus. Ja, ich kam ja jetzt auch wieder rein. Was war das denn jetzt? Warte. Ja, man braucht jetzt 0,9. Oh, zum Glück hat es da auch jemand verkackt. Ich hatte eine gute Runde auf der TMGL-Maps gucken. Oh. Ich bin nur ehrlich, ich mag den Mod nicht. Echt? Bisschen hell. Ja. Genau also das, mich ist. Ich verstehe nicht, was ihr meint. Macht doch eure Bildschirme einfach ein bisschen dunkler. Ich müsste dein Licht noch von meinem Zimmer aussehen. So hell wie dein Bildschirm sagt. Ich weiß nicht, ob euer Problem ist. Macht einfach die Bildschirme. Also eure Bildschirme sind einfach zu hell eingestellt. Ich finde den Mod gut. Tja. Ich habe jahrelang auf diese Situation gewartet. Endlich ist sie da. Geh nicht bekommen. 13 oder so verloren. Hm. Aber was ist denn das da? Ice 360 Backward. Du oh Gott, nein, die mit dem Boxsaddle. Ich bin 0,3 gefahren. Down ist raus, was eine Runde. 0,3 und Down ist raus. Keine Ahnung. Oh. Alter. Ah, bin raus wahrscheinlich. Was ist ein Scheiß.
Okay, ich hab. Ich spec dich, ist noch alles drin, das Good End? Ich meine, gutes Ende. Damit du diese Runde noch überleben kannst. Oh, gut Speed. Oh, einer hat einen Geschwindigkeitsverlust durch eine Seitwärtslandung. Scheiße, ich kann mein Ende irgendwie kacken. Ach, keine Ahnung, oder? Das ist so schwer, weil es noch bleiben komplett. Man hatte noch niemand einen Landungskäfer. Oh, ich hatte den schon mehrmals am Ende. Das, obwohl ich normal gelandet war. Mann, du bist langsam runter. Ey, ich hab jetzt extra erst nach Top 8 reingeschrieben. Auf geht's, Röder. Das erste, was er macht, ist natürlich jetzt rauslügen wahrscheinlich. Ah, ja, ja, hier diese Map, wo du diese ganz dünnen Streben hast, wo du halt drüber musst über Eis und Booster. Dude, ich war plötzlich in Rot im letzten Checkpoint. Okay, Lars, du musst Elko noch schlagen, dann kriegst du den Spot in Team GL. Ja, der will sowieso nicht spielen bei den Maps, ne? Ja. Ja, clean Gear up, richtig geil. Oh gut, hast Punkt 3. Ja, okay. Punkt 3. 3! Wie ist denn das? Da kann man echt verstehen. Nix, Mann. Das war so kacke, ey. Nur 0,8. Aber Lukas, alle innerhalb von 27 Hundertsteln, weil der erste Platz relativ langsam war, warum auch immer. Ich hatte auch selber 0,5 von mir gerade, warte mal. Und der letzte war aber auch immer noch schnell. Okay, ich hätte jetzt gesagt, das wäre schnell, die Runde, aber jetzt hatte ich so einen Scheißsprung da. Ich hätte jetzt 0,3 oder so erwartet mit dem Run und ich bin raus. Willst du mich fucking verarschen? Du bist halt high-jumped und kein Speed. Ja, ich bin halt ein bisschen zu weit nach rechts gesprungen. Ernsthaft jetzt 9. Ein bisschen, du warst sehr. Ja, man kann es ja nicht sehen, ne? Ja, ich kritisiere dich da nicht. Ich sag dir, was passiert ist. Ja, ich meine, es ist scheiße, Mann. Ich meine, ich glaube, hätte ich weiter links gelandet, hätte ich 0,3 erwartet in dem Run, mindestens. Ich habe eine halbe Sekunde mit verloren oder so, keine Ahnung. Oh, das ist ein gutes Ende. Bis jetzt in den letzten 10 Runden oder so war das mein bester Run, hätte ich gesagt. Ja, das sieht komplett toll aus, die Identity bei Scrappy. Ja, das ist gut, ne? Konstant. Das, Also, was Scrappy da macht, dass er nur sideways geht, ist auf jeden Fall angenehm. Natürlich gibt's jetzt einen Crash, Mann. Das wird nicht angenehmer, das sieht nicht angenehmer aus, was er da macht. Ja, man hat ja, bis wann ist ja erst im Mitte Januar. Ja, ja, bis dahin kann man es ja trainieren und dann kriegt man das auch hin. Ja. Aber du musst ja bedenken, mit mehr Training wird sowas ja auch einfacher. Also genauso funktioniert das ja, ne? Das ist zumindest, was manche Leute wahrscheinlich denken. Die denken wirklich, dass es einfacher wird. Das wird nicht einfach. Das ist einfach zu schwer. Ja, alles Lenkrad-Mips. Naja, also die Neoslide-Identity, da freut sich die Kanadi drüber. Ich habe auch noch ein Neoslide woanders gesehen. Vor dem SD, nämlich das Neoslide, ne? Aber es gab doch gar keine Neoslide-Identity in dem Contest. Haben sie ja noch eigene Identities? Doch, gab's. Warte, gibt es... Die Fragile. Es gibt jetzt nur Yannix als Stream für Div 1. Also nee, Scrappy müsste es, oder hat er jetzt einfach, ist er ja, gegangen? Ja, der hat aber auch gehört. Ja, toll. Gut. Ja, das ist ja der Grund, warum ich okay. Da sein wollte. Und dann wäre ich 65. Ja, das kostet mich wahrscheinlich 4.000. Wieso brauchst du einen Stream? Du bist auf dem Server, Lars. Jetzt brauche ich eine Mega-Runde. Ich wollte nur einen Stream reingucken. Wollte nur sehen, wer hier streamt. Ja, tut mir leid, Mann. Ja. Wo soll ich denn jetzt Bingo spielen, Mann? Ja, ich mach hier schon einen 5 Bingo.
Mann, wie viele Feuer hat man Join to Bingo die ganze Zeit, ey, heilige Scheiße. Was, wer? Alle. Ey, ich hab übrigens überlegt, ne? Bingo hat ja extrem. Ist auch die ganze Zeit dabei bei Bingo. Yeah. Wow, ich wollte noch zwei. Wow. Und du hörst auch direkt in der Runde in Offline Chat. Direkt los. Ich habe überlegt, Bingo hat ja extreme Probleme, ne? Koko war noch dabei, Soldier, like Cappy, Techie, alle Matt, ja, whatever, danke. Such dich's. Also ich habe jetzt ein paar Linien tatsächlich verstanden. Hab gerade den Gang am Start verloren und hat trotzdem noch eine Loch 6 gefahren. Ja, aber ich habe überlegt, ob man nicht einfach also. So richtig funktionieren tut es ja nicht irgendwie. War eine ganz gute Runde hier. Ich würde sagen, für 90% der Leute oder mehr funktioniert es sehr gut. Aber es gibt ein paar, das funktioniert gar nicht. Ja, gut, okay, dann passt ja. Ich dachte, das ist immer noch wie am Start, dass es da auch noch mehr Probleme gibt. Weil ja, ich hatte nämlich überlegt, die Probleme, die wir am Start hatten, waren ja reine Serverprobleme. Und du kannst ja den Custom Server einstellen. Ich habe überlegt, ob man nicht einfach sich dann hinsetzt und einfach den Server nochmal mit einer anderen Programmiersprache selbst woanders aufsetzt. Ob das dann vielleicht besser läuft. Keine Ahnung, was dabei eben verbuggt war. Aber den Code habe ich auf jeden Fall nicht verstanden. Spam raus. Ja. Marius, Div 2 ist heute vielleicht mehr wert als Div 1 bin. Zwei Bugs bei manchen. Spam guckt sich das halt an in Div 2 und Marchi guckt sich das an in Div 2. Und manchmal Bugs sind Marchi war Div 2? Raus, dass es keine Updates mehr kriegt auf dem Bingo Field. Ja, genau. Also eins davon für einen Bug war von der, also der erste wird relativ einfach zu fixen sein, weil wenn das Game crasht, dann sind ja Crashlogs da. Dann kannst du in den Crashlogs eigentlich rausfinden, warum es gecrashed ist und dann fixen. Das andere stelle ich mir schwieriger vor, weil keine du kommst einfach keine Updates. Da kommt dann halt immer Lost Connection, dann Reconnect. Deswegen gefällt nicht so updaten. Aber hat nichts mit Internet zu tun. Ja, Lost Connection. Ne, muss ja nicht Internet zu tun haben. Mhm. Ja, okay. Und wie guckt der Machi dann zu? Von Spam. Streamt seinen Spam, oder was? Yeah. Sie streamt seinen Stream. Nicht, yeah, hab ich gerade gesagt, sie streamt seinen Spam? Ja, hast du. Vielleicht. Das war so eine richtige Show, die. Ja, wir ignorieren das mal. War das Parcours die Identity, die mehrere Wege hatte? Ja, jetzt hat die nur noch einen Weg und ist deutlich schwerer. Weil die Map war halt viel zu einfach. Keine Ahnung. Ja. Wir sind ja eh alle recht einfach, die Maps. GG! Nice. Es war natürlich eine Scheißzeit, weil ich in den Stopping Gear kam in der zweiten Kurve. Ich weiß nicht warum. Und warum ich damit immer noch Erster war, weiß ich auch nicht. Mann, da fehlt nur ein harter Flip, dann könnte das eine Kacki-Map sein. Ich wette, das war in Div 1 auch irgendwie gewinnbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand konstant eine gute Zeit am Ende hatte. Doch. Doch. Okay. Du brauchst ja mindestens 0,4. Also. Ja, ich fuhr ja auch eine 0,3 als PP. Ja. Also seit Top 7 oder so brauchst du mindestens 0,6. So, soweit ich das jetzt gesehen habe, mindestens 0,6. Ja, aber normalerweise ist Marius mit seinen PPs eigentlich schon fast raus, also... Also ich fuhr 0,6, 0,5 die ganze Zeit und ich musste ja nicht schneller. Ja, ich meine, hatte ich auch, bis auf eine Runde und dann war ich raus. Ja. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ich hab da so ein Fehler, bin da outside irgendwie so rausgeslidet, ich weiß nicht.